Da es mit den Hexzahlen jetzt so schön war, möchte ich euch nochmal das GPS kurz erklären. GPS, Navigationssystem. Was heißt erstmal GPS? Das steht für... für Global Position System. Ja, wem gehört das zum Beispiel? Das gehört den Amerikanern. Es wurde gebaut, um Krieg zu führen. Um die Bomben ins Ziel zu kriegen, leider Gottes. Das heißt, die haben auch die Hoheit darüber. Wenn die wollen, können sie es für zivile Zwecke einfach mal abschalten. Für die zivilen Zwecke ist es etwas ungenauer, so ungefähr 10 Meter. Für deren militärischen Zwecke natürlich Zentimeter genau. Ihr wollt es natürlich wissen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal einen Sender. Blau nehmen wir nochmal. So. Ich mache erstmal kurz die Erde. Da haben wir unsere Erde. Um die Erde kreisen jetzt Satelliten. So, und diese Satelliten, die senden jetzt einen Timecode. Und zwar ringförmig geht der Timecode von den Satelliten weg. So, jetzt haben wir einen Satelliten, die Erde. Die Frage ist, können wir schon eine Position bestimmen? Nein, aus folgendem Grunde nicht. Wir könnten uns irgendwo hier befinden. Oder da, oder dort, oder da hinten. Irgendwo auf diesem Kreis könnten wir uns befinden. Das bedeutet, ein Satellit reicht nicht aus. Also, schicken wir einen zweiten hoch. Auch dieser zweite Satellit sendet ein Zeitsignal. Jetzt könnten wir uns an zwei Positionen befinden. Wir könnten uns jetzt hier befinden oder wir befinden uns hier. Kann man immer noch nicht sagen, wo man genau ist. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Was macht man jetzt? Ha! Wir schicken noch einen Satelliten ins All. Und auch dieser sendet wieder ein Zeitsignal. So. Jetzt ist die Sache klar. Wir befinden uns dort. So. Aber jetzt können wir nur die 2D-Position bestimmen. Die Höhe ist noch nicht möglich. Für die Höhe bräuchten wir einen vierten Satelliten. Ja, das wird hier nichts mehr. Jedenfalls, das wäre dann so im Groben die Erklärung, oder wie ein GPS funktioniert. Laut Wikipedia gibt es circa 32 Satelliten. Ich finde es circa ziemlich präzise. Wie gesagt, die Europäer, die bauen gerade mit Galileo ein eigenes GPS-System auf. Ist aber noch nicht ganz fertiggestellt, wie ich meine. Ist genauer und ist auch nur für zivile Zwecke gedacht, weil gegen wen wollen wir Europäer denn auch Krieg führen? Weiß ich nicht. Ja.
Es wird auch so funktionieren, dass die Satelliten das Signal wieder zur Erde senden und eine kleine GPS-Maus nennt man das. Die ist in ein Fahrzeug eingebaut. Die empfängt dann die Signale, wettet die Zeitcodes aus, wann die eingetroffen sind, in welcher Reihenfolge, kann daraus dann anhand der Laufzeiten die Position auf der Erde bestimmen. So. Das war ein ganz groben, wie das GPS-System aufgebaut ist. Es gibt nur noch mehrere stationäre Umlaufbahnen von den Satelliten, die zueinander immer gleich sind. Die drehen sich dann ungefähr so weiter, auf verschiedenen Bahnen, aber immer zueinander gleichförmig. Also die bewegen sich nicht schneller auf derselben Bahn, sondern gleich. Die sind noch nicht fest, also man braucht natürlich, man hat im Schnitt ungefähr 5 bis 7 Satelliten immer im Empfang, sodass man dann immer die Position bestimmen kann. In Tunneln natürlich etwas schwierig, deswegen sind bei Fahrzeugen noch andere Sachen mit eingebunden, sprich Raddrehzahl und Lenkwinkelsensor, der dann auch guckt, wohin man fährt. Und wenn man das Navi neu macht, kann es passieren, dass die Position nicht richtig fix ist, weil das jetzt wie gesagt 10 Meter Differenz hat oder Abweichung haben kann. Da kann es schon mal vorkommen, dass man auf die falsche Straße gesetzt wird von Navigationssystemen. Dass am Anfang ganz komische Werte rauskommen, dass er einen sonst wohin leiten will und plötzlich wieder zu einer Straße rüberspringt, weil er ein anderes Signal bekommen hat. Und wenn es einmal sich richtig eingespielt hat, läuft es eigentlich. Ich hatte mal einen Kollegen, der war in Marseille und da gab es eine sehr interessante Navigationsmeldung, die da lautete: Aufgrund der aktuellen Verkehrssituation wird die Navigation eingestellt. In diesem Sinne, adios, bis zum nächsten Mal. Hat es euch gefallen? Daumen hoch und abonniert mich. Vielen Dank.